Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Leute, es geht endlich los. Wir werden gleich zum Bahnhof fahren und der Plan für heute ist, dann mit dem Zug nach Frankfurt zu fahren und mal gucken, was wir da noch so erleben werden. Ich bin echt schon gespannt. Viel Spaß bei dem Vlog. Jetzt sind wir in Dresden, Neustadt, am Bahnhof angekommen und jetzt warten wir auf den Anschlusszug. Wir haben gerade Mittag geholt zum Mittagessen und einen Kaffee. Und der nächste Zug fährt ein paar Minuten und der fährt direkt bis Frankfurt durch, das ist ein ICE. Sieht bald aus wie Leipzig, die Hallen dort vorne. Geld gewechselt. Gerade eben Geld gewechselt, das sieht so komisch aus, voll ungewohnt. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier rauskommen zu den Bussen. Da ist auf jeden Fall schon der Check-in-Bereich. Voilà. Ich hasse meinen Koffer. So, wir sind jetzt hier endlich in Frankfurt im Hotel angekommen. Das Hotel, was wir für diese Nacht haben werden. Morgen früh stehen wir dann um 6:45 auf und fahren um 7:30. Ja, ich glaube 7:30 war es, rüber zum Flughafen. Der ist hier gleich um die Ecke. Also ich denke mal,
Wir durften nachts hier die Flugzeuge landen und starten hören. Da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall waren wir gerade den ganzen Tag unterwegs und ich bin jetzt mehr wie froh, hier endlich im Hotel zu sein. Wir sind, beziehungsweise ich war das erste Mal 7 früh wach, aufgrund dessen, dass es bei uns extrem geregnet hat. Und ja, das war natürlich gleich mal eine Abwechslung und ich musste alle Fenster aufmachen. Und um 22:30 wurden wir dann abgeholt, zum Bahnhof gebracht von meiner Familie, von meinem Papa und ja. Von da aus ging es dann los. Vom Bahnhof um 11 fuhr der Zug Richtung Dresden. In Dresden mussten wir dann umsteigen und dann sind wir mit dem ICE durchgefahren von Dresden nach Frankfurt Flughafen. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich bin ja nun ein absolutes Dorfkind und wir sind da an diesem Flughafen jetzt angekommen. Unten im Keller ist ja der Bahnhof, wo man direkt, also man kann direkt zum Flughafen mit dem Zug fahren. Das ist voll cool, das ist in Leipzig auch so. Aber das ist alles andere Dimension, also dieser Flughafen. Ich habe noch nie so einen großen Flughafen gesehen. Ich dachte, Mallorca, der Flughafen ist schon groß und der ist groß. Aber nein, der ist nicht groß. Ich wurde jetzt eines Besseren belehrt. Frankfurt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal hier in Frankfurt am Flughafen wart oder nicht, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall war das, wenn du zu diesem Flughafen gehst oder wenn du zu diesem Flughafen musst, du musst auf jeden Fall einen entweder erfahrenen Reisebegleiter mit dir haben, bei dir haben oder jeden schon mal an annähernd großen Flughäfen gewesen sein, sonst findest du dich nicht zurecht. Aufgrund dessen, dass ich halt einen recht erfahrenen Reisebegleiter mit habe, ja, der kennt sich aus. Da haben wir da auch den Shuttlebus zum Hotel recht schnell gefunden und haben da nicht lange rumgesucht. Das ist eigentlich ganz cool. Also man kommt unten rein, fährt dann hoch auf die erste Ebene und dort hat man dann diese langen Gänge, wo dann recht schon diese Check-in-Bereiche sind und geradezu hat man dann auch die Bushalteplätze, die Bushaltestellen und so weiter und so fort. Also das ist alles so unglaublich, ein unglaublich krasser Eindruck, den ich heute bekommen habe. Ich war erstmal voll überfordert. Da gibt es sogar verschiedene Terminals, wo dann von Terminal zu Terminal Shuttlebusse fahren. Oh mein Gott, ich meine, hallo. Es ist wie in einer kleinen Stadt, wo die Busse von Haltestelle zu Haltestelle fahren. Auf jeden Fall war ich mit dieser Situation, mit diesem krassen Eindruck, also total überfordert und ich war total teilnahmslos, bin nur noch hinterher gedackelt. Das ist voll krass. Das ist echt voll krass. Auf jeden Fall, morgen früh geht es dann wieder zum Flughafen und wir werden uns dann zum Flugzeug begeben. 11 Uhr, ich glaube 11 Uhr noch was, ist dann auch schon Start, also dann fliegen wir schon los. Ja, morgen werdet ihr dann auch erfahren, wo es hingeht. Also nicht morgen, sondern in dem nächsten Vlog. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Viel habe ich heute nicht mitgefilmt, aber es ist trotzdem ein bisschen was zusammengekommen. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt einen Kommentar. Wie gesagt, wartet schon mal in Frankfurt am Flughafen. Ja, nein, wie war euer Eindruck? Würde mich echt mal interessieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Vlog. Bleibt dran, ihr erfahrt dann, wo es hingeht. Tschüss!